Herr Horvath, neue Wahlen stehen vor der Tür. Scheißdreck da, ja. Wie stehen Sie dazu? Ich komme jetzt eine Suppen. Weil ein Mensch braucht eine Suppen auch irgendwo. Aber das Wählen, das interessiert mich nicht, das mit den Wahlen, Wahlen. Jetzt hätten sie alle kommen mit den Wahlen. Jeden Tag habe ich einen anderen Scheißdreck zählt dahinter. Irgendein anderer Pumperer. Wählen Sie mich, da kriegen Sie das und das. Manzinger Manfred. Weiß ich nicht, ob sie den kennen. Das war der Größte, der war immer schon im Häfen der Haberer. Jetzt hat er eigene Liste gegründet. Der Größte Kreuzanschreiber, entmündigt bis zum Gärtner. Der will sich für mich einsetzen, das kann ich mir vorstellen. Ich wäre ein Volltrottel, wie ich will, oder? Super, Leumann. Der kann, das ist, der Manzinger ist einer, der kommt zu ihnen her, sagt Servus und du hörst schon, dass der 5 Rechtschaftsfehler in Servus hat, wenn er schreibt, oder? Der Trottel. Jetzt nicht ich sorge für Steuerentlastung. Was ist eine Steuerentlastung? Was ist eine Servolenkung oder was will der von mir? Werden Sie auch wählen gehen? Ich gehe überhaupt nicht, das interessiert mich nicht. Das ganze Jahr scheißen sie sich einen Dreck um die. Aber da, wenn sie gewählt werden wollen, was ist da? Dann kommen sie her. Werbegeschenk, ein Zuckerl hat er mir hingelegt. Hat er geflattert wahrscheinlich beim Spar der Verbrecher. Hört, entmündigter Hund. Ein Manzinger. Ja, Bürgerliste Manzinger. Bei der Gesellschaft wirken diese Werbegeschenke. Ja, bei der Gesellschaft. Der Gesellschaft kann mich am Arschler, bei mir wirkt das nicht. Da kann man von mir aus ein Paletten Bier hinstellen, ja, und werden dann schauen vielleicht einmal, ja, aber wählen gehe ich nicht. Hallo, geh nicht, wo ich schon mal wählen fuhren beim Lokal? Beim, wo soll alle stehen, aufputzt wie die Christbaumer, die Arschler. Grüß Gott, guten Tag, guten, schau das ganze Jahr nicht an, aber da hätten sie auf einmal den Namen wissen, oder? Ma, Bürgerliste Manzinger. Da muss ich dann sagen, den Brief, was haben wir? Bürger, wählen Sie mich. Haken, Arbeitsplätze würde er schaffen, seit 30 Jahren tut er Stempel, der soll sich selber mal einen Haken suchen, der Haberer. Das also widerspricht sie das nach Ihrer Meinung? Hoch zu, Politik widersprechen sie sowieso, von mir sollen sie die Gosche einmal halten, weil dann war mir leichter, ja. Steuerentlastung und was weiß ich was, der hat sein Lebtag noch keine Steuer gezahlt, der Haberer, der Manzinger. Bürgerliste Manzinger, müssen sie es einmal nachschauen. Ja, Horvath, was kochen Sie da eigentlich? Ein bisschen. Ja, super. He. Normal magst du eine Rindsuppe, aber ich habe jetzt kein Rindfleisch. Weil ich kann es dir nicht leisten, ne? Momentan. Jetzt habe ich da ein altes Rezept. Siehst du, da hast du. Ja, normal hast du Karotten wegen der Vitamine und ich habe da eh die Gelenkskapseln, die drin ist. Ja, alles drin. Vitamine A, B, C, bis zum Z offen. Alles, was du brauchst für die Augen und so. Die Gelenkskapseln, ja. Sind die zum Verkochen gedacht? Ja, warum nicht? Weil im Morgen hast du dasselbe, oder? Im Morgen sitzt das ja auch und haust da eine. Blackhöre, weil ich mag's gerne ein bisschen. Bin ja ein würziger Typ. Ich hab auch gerne die kleinen, die wie heißen es? Peperoni, ne, aber nicht die Chili. Ja, die Orken. Aber so ein Superl, wenn sie wollen, können sie mit essen. Weil ist da hinten ist alle mit heute. Ich lade euch auf ein Superl, ne, und? Ich meine, ich hab nicht viel, aber das, was ich hab, da gern. Und das unterscheidet mich vielleicht von den anderen Arschlern, Manzinger. Weil der gibt da nichts außer seine geflatterten Wahlgeschenkartikel. Was soll ich mit einem Minzbonbon? Umreißen Schnapsflaschen. Ich sollte in die Politik. Aber dann spielt es aber, was der was. Dann spielt es aber andere. Ich baue einmal ein Atomkraftwerk für die ganzen Arschlöcher. Die kriegen von mir ein Atomkraftwerk. Dass sie mal wissen, was ist an der Strahlung ausgesetzt. Weil uns setzt es auch der Strahlung aus mit den Handy. Fernseher, habe ich eine Dokumentation. Das ist aber kein Spaß. Alles ist die Kaffeemaschine, was die strahlt, da packst du nicht. Herr Horvath. Mich wundert es nicht, dass ich mit 3 Augen einmal aufwache. Das sage ich. Ist Ihnen bewusst, dass ein Atomkraftwerk von der Gesellschaft nicht toleriert wird? Atomkraftwerk wird. Da weiß ich nichts. Von der Technik her kenne ich mich nicht so aus, ob das jetzt toniert ist, das wirklich oder nicht. Weiß ich nicht, aber da hätte ich sowieso auch jeder Politiker hat seine Spezialisten. Ja, hol ich mir halt einen Atomspezialist. Der wird mir dann schon sagen, ob sowas doniert ist oder nicht. Ja, aber was hast du? Hast du Arbeitsplätze und ich tät's ja nicht wegen dem Mann. Ich habe ja auch was gegen Atom. Aber wir werden ja eh alle bestrahlt. Dass die einmal sehen, was wir für eine Strahlung haben. Ja, weil wir glauben alle, die geben uns die Hände, das haben sie uns in den Arsch stecken, sie uns neue Euro da, neue Euro da. Warum? Weil sie uns strahlen wollen. Das? Strahlen und wegen der Tarife. Dann wer sonst wollen? Ich hab gesagt, wenn ich an der Macht bin, Arbeitslosengeld nicht einmal erhöhen. Warum? Willst du leben? Ich kann nicht leben von dem Blödsinn. Kann die Suppe fressen, nicht einmal auftun. Weil ich bin ja nicht freiwillig arbeitslos, oder?
Mein hat alles einen Hintergrund. Ich hab Schmerzen. Geht's? Hm. Die Suppe ist ein Gedicht. Die kriegst du in kein Restaurant. Ein Döller her. Ich bring dich auch.